Geschätzte Damen und Herren, bestimmt kennen Sie alle das Kompetenzzentrum Schönbühl in Schaffhausen mit seinen 85 Bewohnern, zwei Wohngruppen für Menschen mit Demenz, ein Restaurant mit einer lauschigen Terrasse und auch unsere 22 Alterswohnungen, den Lebensraum im Alter. Ganz besonders freut es mich, heute Ihnen unser neuestes Projekt zu zeigen, unsere dezentrale Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz. Kommen Sie mit! Dank grosser Unterstützung haben wir das Projekt Höfli können realisieren. Ein besonderer Dank gilt dem Pius Zehnder mit der Zehnder Immo AG, dem Sandro Hangartner, unserem Architekt, der Emma Windler Stiftung sowie auch der Paul Schiller Stiftung, die uns tatkräftig unterstützt hat. Nicht vergessen, auch einen herzlichen Dank an alle anderen Beteiligten, die aktiv an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Aber was steckt eigentlich genau hinter dem neuen Projekt? Für das haben wir unsere Expertin in Demenzfragen, Margret Uelci. Und genau diese Person wird Ihnen jetzt alles im Detail über das Projekt erzählen. Hoi Margret, wie geht's dir? Hoi Patrick, geht gut, danke. Mein Name ist Margret Uelci. Ich bin Pflegefachfrau und ich habe ein Gerontologiestudium absolviert mit dem Anwendungsschwerpunkt Demenz und Lebensgestaltung. Ich habe schon in der Masterarbeit mich mit dem Thema Demenzversorgung im Kanton Schaffhausen befasst. Ich durfte dann auch mitwirken an der Demenzstrategie des Kantons, die noch nicht lange verabschiedet worden ist. Und bin von dieser Seite her sehr fest mit dem Thema Demenz auch vertraut. Als Theo Deutschmann im letzten Sommer auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich das Konzept schreiben für die dezentrale Hausgemeinschaft hier in Herblingen, für das Höfli, da musste ich nicht lange überlegen. Es war mir eine Herzensangelegenheit und ich habe mich da mit ganz viel Freude und Elan in diese Aufgabe hineingestürzt. Menschen mit einer Demenzerkrankung brauchen nicht primär die grosse Pflege. Menschen mit einer Demenzerkrankung brauchen in erster Linie Betreuung. Sie brauchen Menschen, die für sie da sind und vor allem auch Menschen, die die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die noch vorhanden sind, können erkennen und das können zulassen, was noch möglich ist, dass die Menschen wirklich sehr, sehr selbstständig auch noch können ihr Leben meistern können. Das Höfli mit seinem speziellen Konzept ermöglicht einen normalisierten Alltag. Das heisst, einen Alltag, wo die Menschen mit einer Demenzerkrankung können ihren Alltag leben können, so wie sie sich eigentlich von früher her gewöhnt sind. Das, was aber nicht mehr geht, der bekommen sie Unterstützung über durch die anwesenden Mitarbeiter. Im Höfli soll primär ein normalisierter Alltag gelebt werden. Ein Alltag, wo die Menschen, so wie sie sich gewohnt sind, können ihren Fähigkeiten entsprechend sich selber auch aktiv erleben. Mitarbeiter sind da, aber primär als Assistenten begleitend und unterstützend. Ganz ein grosses Anliegen hier im Höfli ist es uns aber auch, dass auch Menschen mit Demenz Anteil haben an der Gesellschaft. Sie sollen nicht irgendwo isoliert sein, vielleicht sogar weggesperrt sein, sondern sie sollen Kontakt können haben in der Umwelt, in der Umgebung, mit der Nachbarschaft und sich als Teil einer Gesellschaft auch erleben können. Aber noch mehr von der ganzen Entstehungsgeschichte des Höfli und von der besonderen Lage, das erzählt Ihnen jetzt unser Geschäftsführer, der Theo Deutschmann. Sorry, Theo. Hoi, Margret. So, he? Das ist jetzt aber gut geworden hier im Höfli. Also ich bin auch deiner Meinung, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden, gut gelungen. Aber Theo, erzähl mal, wie ist das eigentlich genau zustande gekommen mit dem Höfli? Und warum ist das Höfli hier mitten in Herblingen? Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Man weiß das vielleicht gar nicht, aber die Stiftung Schönbühl ist die erste Stiftung, wäre das erste Heim in Schaffhausen, wo bereits im 1996 die erste Wohngruppe für Menschen mit Demenz gehabt hat. Und von daher ist es eigentlich noch
relativ gute Ausrichtung, wenn man doch die Linie verfolgt. 2011 hat man im Stiftungsrat das erste Mal darüber diskutiert, eine dezentrale Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz, ja oder nein. Man hat dann ja gesagt. Aber das ganze Projekt ist natürlich auch finanziell kostenintensiv. Und man hat gemeint, ja gut, wir tun noch warten, bis man dann so um 2014 ungefähr die Strategiesitzung hat. Und dort hat man dann das definitiv beschlossen, dezentrale Hausgemeinschaft für Menschen mit der Demenz, ja. Da kann man also sagen, das sind so 10 Jahre später, also um 2021 jetzt, können wir die Wohngruppe, die dezentrale Wohngruppe für Menschen mit Demenz aufmachen. Zwischendrin hat es noch so ein paar Hürden gegeben, unter anderem natürlich, wo können wir da machen, wo können wir die dezentrale Hausgemeinschaft machen. Und dann haben wir einmal eine Mitarbeiterin gehabt, die Monika Zehnder, wo ihren Bruder, der Pius Zehnder, mit dem Baugeschäft auch gefragt hat oder ihm erzählt hat, der im schönen Bühl, die will so etwas machen. Darauf ist vom Pius Zehnder das Angebot gekommen, dass man da das Höfli direkt mitten in Herblingen umbauen könnte. Wir haben uns das angeschaut und ich habe das sehr gut gefunden, weil das genau dem entspricht, was wir eigentlich schon von Anfang an machen wollen, nämlich nicht auf der grünen Wiese, sondern mitten rein ins Geschehen, also mitten in den Dorfkern. Und so habe ich dem Pius Zehnder dann sagen, wohl, da würden wir gern übernehmen. Also du weißt das ja auch, Margret, oder? Also hätten wir das irgendwo von außen gemacht, auf einer grünen Wiese, dann wäre das etwas gewesen, genau da, wo wir mit unserer Randgesellschaft her müssen, nämlich an der Rand. Und das sind alles Menschen mit der Demenz, die langes Leben in der Gemeinschaft gelebt haben, die nichts dafür können, dass sie die Krankheit kriegen. Die müssen direkt unter die Leute. Die müssen direkt in die Mitte vom Dorf, in die Mitte von der Stadt. Da darf die Dorfgesellschaft nicht aussondern. Aber ich würde jetzt nicht mehr oder zu viel sagen noch dazu, über den Bau und über die Entstehungsgeschichte vom Bau. Das tut unser Architekt, der Sandro Henggartner, Ihnen jetzt noch weiter erklären. Sandro, du bist jetzt dran. Danke vielmals, lieber Theo, dass ich auch noch etwas zum Höfli darf sagen. Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen. Ich möchte erst etwas über die Planungsphase und die Realisierung sagen, über die Dauer der Bauzeit. Wir haben 1,5 Jahre gebraucht für die Planung und wir haben 1,5 Jahre gebraucht für die Realisierung. Die Planungszeit die erscheint relativ lang, weil wir haben das Glück hatten, dass das Gebäude da hinten unter Denkmalschutz steht. Und wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, dann kann man nicht einfach im stillen Kämmerli eine Baueingabe zeichnen und einreichen, sondern dann macht es sehr viel Sinn, wenn man mit der Denkmalpflege und der Stadtplanung zusammenhockt und ein Projekt entwickelt miteinander. Das haben wir dann eigentlich gemacht. Es ist dann auch noch, in der heutigen Zeit muss man dann auch noch vor der Stadtbaukommission das Projekt vorstellen. Das haben wir auch in 2 Runden dürfen machen. In der ersten Runde ist es eigentlich darum gegangen, dass man mal ein städtebauliches Thema klärt. Also wie gehen wir mit dem Bestand um und wie bauen wir an. Und in der zweiten Phase ist es dann eigentlich um die Ausgestaltung gegangen von dem Neubau, von der Materialisierung und Fassadengestaltung. In der Realisationsphase oder in der Bauzeit haben wir auch ein bisschen mit Problemen zu kämpfen gehabt. Wir haben ja den ganzen Altbau stehen lassen und haben müssen gewisse Mauern, gewisse Aussenmauern unterfangen, haben sie müssen sichern und stabilisieren, damit sie nicht zusammenfallen während dem Bau. Und aus diesen Gründen sind wir mit den 1,5 Jahren gut durchgekommen. Zum Grundstück und zum Gebäude vielleicht noch ein paar interessante Details. Wir befinden uns ja hier in der Dorfkernzone von Herblingen. Und Herblingen war mal ein ehemaliges, selbstständiges Bauerndorf.
Die jetzt ja zu der Stadt Schaffhausen gehört. Und wir haben hier hinten ein typisches Bauernhaus aus der Zeit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Bauernhaus ist klassisch aufgeteilt in einen Wohnbauteil, wo man drin gewohnt hat, wie gerade hier hinten, und den Stallteil oder Scheunenteil, wie Sie hier im Hintergrund sehen. Die sind, wie gesagt, gut erhalten. Und da war natürlich ein Grund für die Denkmalpflege, um hier ein Auge drauf zu haben, dass man die Aussenhülle, das Erscheinungsbild von der Strassenseite so wahren, wie sie jetzt ist. Wir haben zwei, drei kleine Eingriffe gemacht von dieser Fassadenseite her. Wir haben die bestehende Stalltüre vergrößert und haben eine Fenstertüre reingemacht. Hinter dieser Fenstertüre liegt ein Wohnstübli für die Bewohner. Durch die Glastüren haben sie jetzt die Möglichkeit, um ein Dorfleben ein bisschen zu sehen und zu spüren. Das war ein Eingriff, den wir gemacht haben. Und der zweite grössere Eingriff war eigentlich, dass wir das bestehende Stalltor oder Scheunentor umfunktioniert haben in den Haupteingang des Wohnheims Höfli. Das waren die äußeren Eingriffe. Die inneren Eingriffe kann man es ganz grob so erklären. Wir haben eigentlich die Fassadenhülle stehen lassen und haben innen durch eigentlich fast komplett alles ausgeräumt und haben eigentlich wie ein neues Haus innen aufgebaut. Im Wohnhausteil, weil das schon früher aus Holz war, haben wir es wieder mit Holz neu aufgebaut und im Stallteil haben wir es mit einem Massivbau gelöst. Das Einzige, was wir innen durch müssen schützen oder was schützenswert war, ist die alte Stallwand, die sich gerade beim Eingang befindet und die Abgrenzung ist zum Wohnstübli. Das ist eine Stallwand aus der Originalzeit, die aus Klinkermauerwerk gebaut worden ist mit diversen Futteröffnungen für die Viecher. In diese Futteröffnungen hat man dann Glaseinsätze gemacht und so sehen jetzt die Bewohner, die in diesem Wohnstübli hocken, eben einerseits auf der Strasse. Andererseits sehen sie auch, wer reinkommt, wer im Aufenthaltsräumchen sitzt und so weiter. Also, es hat mit dieser Stallwand noch eine sehr spannende und schöne Atmosphäre gegeben. Das wichtigste Ziel war einfach wirklich, dass man den Blick von der Strasse, dass man den wahrt, dass man das Grundstück eben nicht nur als Haus, sondern auch das Grundstück. Wir sitzen jetzt hier eigentlich im ehemaligen Mistplatz von dem Bauernhof. Da hat man dann irgendwann einmal in Bauerngarten umgestaltet. Und was auch sehr typisch ist für die Situation, ist noch der grosse Vorplatz, den man hier sieht. Mit der ganzen Einzäunung, die wir natürlich neu gemacht haben, aber eigentlich alles angelehnt an Bestand. Also noch etwas zu dem Anbau, den wir hier geplant haben. Es war relativ schnell klar gewesen, dass wir mit dem Bestand, mit dem Volumen und mit der Nutzfläche, die wir im Bestand zur Verfügung hatten, dass wir mit dem Raumprogramm, das Schönbühl gewünscht hat, nicht zu Gang kommen. Und aus diesem Grund musste man dann eigentlich einen Anbau planen. Und auch das war wiederum kompliziert gewesen, weil ein Anbau planen an einem denkmalgeschütztes Haus ist immer schwierig. Da hat man dann zuerst versucht zu lösen mit dem Volumenmodell, das man gemacht hat. Also ich habe einen Ausschnitt dargestellt vom Dorfkern von Herblingen, wo man die Häuser, die bestehen, darstellt, wo man Zwischenräume erkennt, wo man die Strasse sieht und die Freiräume. Und so hat man dann versucht, einen richtigen Körper zu setzen, der im Verhältnis zu den umliegenden Gebäuden steht. Die Antwort auf die Frage vom Anbau ist dann so ausgegangen, dass man gesagt hat, man macht eine Stallerweiterung. Also man baut einen zweigeschossigen Quergiebel an bestehenden Stall an. Der hat aber deutlich tiefer sein und von den Proportionen kleiner, damit er sich unterordnet im Bestand. Man hat dann auch von der Idee her, wenn man einen Stallanbau macht, hätte man nicht einen Glasballast anbauen können. Weil das wäre sehr dorffremd. Und ein Stall hat ja in der Regel wenig Fenster. Darum haben wir auch müssen mit Lochfenstern arbeiten, mit relativ wenig. Man sieht es hier an der Fassade.
Das Fenster hier ist eigentlich architektonisch gesehen der Stall, ein Stalltor. Darum haben wir das so gross machen. Und die Seiten auf der Ost- und Westfassade sind eigentlich relativ kleine Fenster. Und trotzdem haben wir ja hier, dahinter ist unser Esssaal für die Bewohner. Und aus diesem Grund haben wir dann eine offene Holzschale gemacht, wo trotzdem noch Licht in den Innenraum kommt. Aber von außen sieht es eigentlich aus, als ob es relativ wenig Fenster hat. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass wir die Arbeit zusammen mit der Bauherrschaft, zusammen mit dem Nutzer, mit dem schönen Bühl, mit dem ganzen Team sehr viel Spass gemacht hat. Das war eine super Zusammenarbeit. Wir haben uns immer gefunden, man musste Kompromisse diskutieren. Man hat sie immer gefunden, es war eine schöne Geschichte. Und das Wichtigste, was mir jetzt noch am Herzen liegen, ist auch, dass für die Menschen, die hier wohnen, dass die ein schönes Zuhause haben und dass auch das ganze Betreuerteam sich da innen gut zurechtfindet und das allen Spass macht. Besten Dank für alles und auf Wiedersehen miteinander. Vielen, vielen Dank, Sandro, für die Informationen und die detaillierten Einblicke in das Gebäude Höfli. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir ganz viel gehört über das Höfli. Und jetzt wäre es an der Zeit, um das einfach hier mal anzuschauen. Ich würde euch jetzt mitnehmen, zusammen mit Marcel, auf eine virtuelle Tour durch das Haus. Das ist unsere Höfli-Stube. Also eigentlich fast ein bisschen das Herzstück des Höfli. Ganz ein wichtiger Raum. Da essen wir miteinander zu Mittag, Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige. Ist aber auch ein Raum, der genutzt werden kann, wenn Besuch kommt. Für Anlässe kann der Raum genutzt werden. Es sind also ganz vielseitige, vielfältige Möglichkeiten. Und da, das ist unser Kaminstübli. Ein wunderbarer und gemütlicher Aufenthaltsbereich. Nachdem wir jetzt den unteren Teil gesehen haben, gehen wir jetzt im oberen Stock. Im ersten und zweiten Stock sind die Wohnungen von unseren Bewohnern. Das Stegenhaus hier ist wie das ganze Haus sehr grosszügig und mobilitätsfreundlich errichtet. Mit dem Haltegriff auf der Seite ermöglicht es wirklich ganz lang auch zu Fuß sich zwischen den einzelnen Stöcken zu bewegen. So, hier sind wir jetzt in der Wohnung im ersten Stock. Wir haben in diesen Wohnungen, sowohl hier im ersten wie dann auch im zweiten Stock, voll ausgestattete Küchen, also die ganze Infrastruktur auch, wie es sonst ist, irgendwo daheim, auch in einer Wohnung. Hier sind wir jetzt eigentlich in der Wohnstube. Die ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Es fehlt da noch, Bilder fehlen noch, sicher noch ein Sofa, was ja auch ganz wichtig ist. Und einfach alles, was noch so ein bisschen gemütlich machen wird. Aber wir sind da schon auf einem guten Weg dazu. Hier haben wir jetzt das Beispiel von einem Zimmer. Wir haben pro Stock, pro Wohnung hier Platz für 6 bis 7 Bewohner. Also das heisst, wir haben 7 Zimmer hier auf dem Stock in dieser Wohnung. Jedes Zimmer hat ein Bad. Und die Badzimmer, die sind so ausgerüstet, dass man auch, wenn man mobilitätseingeschränkt ist, dass man sehr gut Zugang hat. Die Zimmer an sich, die sind nicht so gross. Das macht aber auch nichts, weil für Menschen mit einer Demenz ist es ganz wichtig, dass sie dann die Räumlichkeiten sonst auch zur Verfügung haben. Und das ist auch ganz speziell da von der Architektur her. Die Zimmer, all die Zimmer hier, wenn man rauskommt, ist man gerade mitten im Geschehen. Man ist entweder gerade da in der Stube oder in der Küche. Das heisst, am Morgen oder auch in der Nacht, wenn jemand aufstehen würde, dann hilft das, um sich orientieren können. Und das Zimmer an sich, das wird eigentlich primär genutzt, um zu schlafen. Das Leben, das findet außerhalb statt.
Und ein absolutes Highlight für mich auch hier im Höfli ist natürlich das wunderschöne Badzimmer mit der Wellness-Sprudel-Badwanne. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares, wo unseren Bewohnern ein schönes Erlebnis ermöglicht, wo man die Sinn anregen, die Sensorik anregen über die Haut und wo man mit Licht arbeiten, mit Duft arbeiten. Also das ist auch etwas ganz, ganz Wunderbares, das ich finde, das auch sehr, sehr gut gelungen ist hier im Haus. Jetzt sind wir hier noch in der Wohnung im zweiten Stock. Es hat genau die gleiche Zimmeranzahl. Sie ist auch gleich aufgeteilt vom Grundriss her. Was es aber speziell macht hier, ist, weil es gerade direkt unter dem Dach ist, ist natürlich der ganze Charme der Dachschräge da, sowohl in diesen Gemeinschaftsräumen wie auch in den Zimmern. Und damit hätten wir jetzt den zweiten Stock auch noch gesehen. Sind wir am Schluss von diesem Teil der Besichtigung. Und das trifft sich jetzt gerade gut. Ich sehe nämlich, da sind noch zwei weitere ganz wichtige Akteure vom Projekt Höfli. Hoi Judith, hoi Markus. Das ist schön, treffe ich euch jetzt gerade da. Judith als Projektleiterin, der Markus als Leitung Pflege und Betreuung. Und von euch zwei erfahren wir jetzt gerade noch etwas mehr zum Projekt Höfli, zu der Mitarbeiterrekrutierung, zum Thema Agilität. Sind da, glaube ich, noch so verschiedene Sachen, die ihr noch ganz viel dazu zu sagen habt? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Judith Biberstein und durfte das Projekt begleiten vom Höfli und bin hier mit Markus Pohl, Geschäftsleitung Betreuung und Pflege. Und wir möchten Ihnen auch noch aufzeigen, wie das Projekt entstanden ist in der agilen Form und auch etwas über Mitarbeiterrekrutierung können erzählen. Liebe Judith, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir ein Gespräch führen kann. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hatten hier ein sehr spannendes Projekt, welches die Frau Biberstein hervorragend geleitet hat. Die Stellenrekrutierung hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Wir hatten ein ganz tolles Stelleninserat entworfen. Wir hatten Alltagsbegleiterinnen und Beziehungsexpertinnen gesucht. Es haben sich sage und schreibe 160 Menschen beworben. Und es stellte uns dann für einen großen Anspruch, genau die richtigen rauszufiltern. Wir haben uns große Mühe gegeben, in mehreren Vorstellungsgesprächen intrinsisch motivierte Mitarbeiterinnen für das Projekt Höfli sicherzustellen. Weil das ja auch so wichtig ist, gell, Markus, mit der intrinsischen Motivation. Ich meine, ein Projekt, das so in einer agilen Form gestaltet ist, das ist das A und O, dass wir da die richtigen Leute auch haben, die verschiedene Rollen übernehmen können und in einer höheren Eigenverantwortung die Flexibilität an den Tag legen, um wirklich einfach immer alles konsequent auf Kunden auszurichten. Und das ist schon etwas Spezielles. Das ist nicht so, wie in einem konventionellen Betrieb sonst arbeiten. Und darum war das ja auch so ein spannender Prozess für uns. Und deswegen lohnt es sich auch, die Menschen wirklich gut anzuschauen, dass die das Herzblut mitbringen für diesen Bereich, dass der Kunde wirklich im Zentrum steht und nicht die Organisation, dass man flexibel seinen Handel ausrichtet auf den Kunden. Und da war eine ganz bunte Mischung gefragt. Wir haben einen bunten Blumenstrauß von Bewerbungen gehabt. Es brauchte nicht nur Pflegefachfrauen oder Männer, HF, sondern die Betreuung, da ist das der zentrale Schwerpunkt im Alltag. Und diese Beziehungsexperten haben wir gesucht. Natürlich haben wir auch im Hintergrund Pflegefachpersonen gesucht, dass die Pflegedokumentation stimmt und auch die Einstufung gemäß BESA und Krankenkasse etc. Aber der Schwerpunkt ist in der Betreuung und der gute Mix musste man finden. Und es ist nur gelungen, weil wir auch uns die Mühe gemacht haben, mit 4 Personen diese Anstellungsgespräche zu führen und dann ein Assessment gemeinsam zu erarbeiten, dass wir dann wirklich ein echtes Ja sagen können. Und ich kann zum heutigen Zeitpunkt sagen, wir haben ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählt. Alle Menschen, die hier betreut und gepflegt werden, können sich freuen, dass sie so tolle, intrinsisch motivierte Mitarbeiterinnen dann vorfinden. Ja, eben, und das Projekt ist ja in einer agilen Form durchgeführt worden. Es war das erste Mal, dass das jetzt
Schönbühl so gemacht hat. Das war ein ganz spannender Prozess, weil da natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Fachrichtungen mit einbezogen worden sind, mit ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen, und man dort wirklich geschaut hat, dass man das miteinander so aufbauen kann und rasch miteinander kommunizieren und wieder anpassen an neue Anforderungen, immer mit dem Ziel vor Augen, aus dem Höfli etwas zu machen, das wirklich nachher für die Kunden, für die Bewohner, für die Angehörigen das ist, was es soll sein, ein Lebensort mit ganz viel Normalität, wo sie unterstützt werden können, wo sie Unterstützung brauchen, um einen erfüllten Alltag zu leben, trotz Demenz. Der Vorteil für uns war jetzt, dass man natürlich im Schönbühl jetzt schon in vielen Bereichen die agile Form haben. Wir haben gewisse Vorlaufzeit schon gehabt und konnten mit unserer Erfahrung auch hier diesen Prozess dieser Projektorganisation in der agilen Form auch sehr positiv mit dem Wissen gestalten, weil auch im Schönbühl ist zentral, dass der Kunde im Zentrum steht, dass wir rasch und wendig auf die Bedürfnisse reagieren können. Und deswegen braucht es dort nicht so starre, hierarchische Organisationsformen, sondern ein Rahmen im Ganzen, wo der Mitarbeiter sich recht frei bewegen kann mit dem vorgegebenen Rahmen, was Konzept, Leit, Menschenbild betrifft, um wirklich rasch und wendig auf die Bedürfnisse reagieren zu können. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für euer Interesse. Wir hoffen, wir haben Ihnen ein bisschen einen Einblick gegeben. Bis bald im Höfli. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin am Ende angekommen von meinen Ausführungen und vom Rundgang. Jetzt haben wir von ganz vielen Leuten ganz viel erfahren über das grossartige Projekt, wo so viele beteiligt waren und wo jetzt eigentlich vor dem Abschluss steht und in die Realisierung übergeht. Mir bleibt nur noch, mich bei allen, die daran beteiligt sind, ganz, ganz herzlich zu bedanken. Es war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und natürlich ein grosses Danke auch an Marcel, unseren super Regisseur und Kameramann. Und ich hoffe, ganz viele von euch schon gleich mal hier im Höfli können zu begrüßen. Das Höfli ist ein offenes Haus. Wir haben offene Türen und freuen uns immer über Besuch.